Das ist Michaela Pilakova. Sie wurde als Kind einer jüdischen Familie in das Ghetto Theresienstadt deportiert. Und sie hat die Schrecken der Verfolgung am eigenen Leib erfahren. Und sie wird uns heute über ihre eigenen Erfahrungen und über die ihrer Familie und Freunde berichten. Zunächst zum Vortrag wird es so sein, dass Frau Pilakova einen Vortrag hält. Und anschließend werden wir eine Diskussionsrunde machen. Es können aber auch natürlich auch zwischendurch gemeldet werden und Zwischenfragen gestellt werden. Und wir haben uns das so gedacht, dass ihr euch einfach meldet und wir mit dem Mikro dann zu euch kommen. Also, schönen guten Morgen. Hallo. Oder Vormittag oder was immer jetzt ist. Ich möchte mich ein bisschen ausführlicher vorstellen. Der Name sagt ja nichts. Ich bin vor 75 Jahren in Prag geboren, in einer jüdischen Familie. Und ich war 2 Jahre alt, als unser Land überfallen wurde, im März 1939. Und ich war 6 Jahre alt, als man mich nach Theresienstadt deportiert hat. Ich hatte ein großes Glück, dass ich nicht aus Theresienstadt weiter deportiert wurde, denn Theresienstadt, das war zwar ein Konzentrationslager, aber es war vor allem nur die Vorstufe zur Hölle. Die eigentliche Hölle wartete dann später erst. Und ich war 1945 am Ende des Krieges befreit, kam dann in die Schule, dann habe ich die Grundschule beendet, dann war ich am Gymnasium mit manchen Vorgängen, dann zwischendurch in den weiteren totalitären Regime ist es mir gelungen, auch die Abitur abzulegen und die Mittelschule zu beenden. Und dann war ich an der Uni und ich habe studiert Biologie und Chemie. Und dann habe ich gearbeitet in einem medizinischen Forschungsinstitut im Labor. Also das ist so ein kurzes Curriculum. Und jetzt komme ich eben, vielleicht vorerst möchte ich sagen, warum ich darüber erzähle. Eine von den Antworten kann man hier lesen. Aber es ist nicht die einzige Antwort, warum. Ihr könnt mir glauben, es ist nicht leicht, immer wieder darüber zu reden, zu erzählen, weil ich hatte das Glück, dass ich überlebt habe, aber 6 Millionen meinesgleichen Menschen meines Volkes sind ermordet worden, nur deswegen, weil sie Kinder der jüdischen Eltern waren. Und das ist eben das, was mich so am tiefsten betroffen hat, nicht was ich, meine Familie gelitten hat, aber dass eben so viel geworden. Ja, also der zweite Grund ist, dass viele jetzt erscheinen und sagen, es gab keinen Holocaust, es gab keine Gaskammern. Und wir sind eben die Letzten, die noch berichten können, dass es doch sowas gegeben hat. Dass es möglich war, dass in Mitte von Europa, in einem Land, was ursprünglich ein Gipfel der europäischen Kultur und Wissenschaft gewesen ist, dass sowas möglich war, dass man eben entschieden hat, ein ganzes Volk zu vernichten. Das ist die zweite Sache. Wir sind die letzten Zeitzeugen von dieser Zeit. Und das Dritte ist eben eine Warnung für die Zukunft, weil man kann sich immer wieder fanatisieren lassen. Man sieht immer wieder Fanatiker, die sich leicht überreden lassen und sind bereit, auch wieder Verbrechen durchzuführen. Und das ist eben das, was ich weitergeben möchte. Ihr sollt euch nie fanatisieren lassen. Man soll immer wieder sein eigenes Gewissen zuhören, nicht das, was uns eingeredet wird. Und das ist der wichtigste Grund, warum ich darüber erzähle, immer wieder. Ja, also das ist der Grund und jetzt kommen wir zu der Geschichte.
jetzt geht es wieder nicht weiter. Also hier sieht man eine brennende Synagoge. Und zwar im November 1938 in Deutschland war die sogenannte Reichspogromnacht, man nennt sie auch so ein bisschen höhnisch, Kristallnacht. Weil an dieser Nacht hat man jüdische Geschäfte geplündert, die Fenstergläser zerbrochen, und weil es eben unter den Füßen wie Kristall gebrochen wurde, nannte man es Kristallnacht. Aber das war so ein Signal für die Gewalttätigkeiten gegen die Juden. Bei uns, wir sind besetzt worden im März 1939. Bei uns sind die Synagogen zwar nicht vernichtet worden, aber man hat sie gesperrt. Die waren nicht mehr zugänglich. Man hat daraus verschiedene Nutzgebäude gemacht. Aber die antijüdischen Maßnahmen, die zu dieser Zeit in Deutschland eingeführt wurden, hat man auch bei uns eingeführt. Was war das? Zuerst sind wir sozusagen nur abgesondert worden. Unsere Dokumente sind bezeichnet worden. Ihr seht ja das J hier. Wenn man näher schaut, sieht man, dass der Mann bei seinem Namen noch den Vornamen Israel und die Frau noch den Namen Sarah. Das hat ihnen nicht die Eltern gegeben. Das ist ihnen angeordnet worden, damit man an erster Sicht sieht, dass es jüdische Dokumente sind. Aber es blieb nicht dabei. Wir sind dann später noch mit so einem Judenstern bezeichnet worden, damit man auf erster Sicht in der Straße sieht, das ist ein Jude, das ist ein Mensch, der völlig rechtlos geworden ist. Was hat es bedeutet? Viele Bereiche hat es betroffen. Vor allem sind wir also in Eigentum beräumt worden. Zuerst hat man Fabriken, Geschäfte, Häuser, Wagen, Land, alles Mögliche. Unsere Familie ist dadurch nicht betroffen worden. Wir waren, wie die meisten Juden in Mitteleuropa, so ein Mittelstand. Mein Vater hat gearbeitet als ein technischer Direktor in einer Pelzfabrik. Meine Mutter war eine Lehrerin in einer jüdischen Schule. Also eine Fabrik hatten wir nicht. Aber dann kamen weitere Anordnungen, was die Juden abgeben mussten. Und das hat schon jede Familie mehr oder weniger betroffen. Hat irgendeinen kleinen goldenen Ring oder etwas gehabt. Also wir mussten alles Gold, Schmuck, Silber, aber auch wertvolle Papiere abgeben. Geldkontos ist uns gesperrt worden. Wir mussten abgeben Kunstobjekte, orientalische Teppiche, alles, was irgendeinen Wert hatte. Sicherungen. Sogar die Krankenkasse ist uns abgesagt worden. Also das war die Enteignung. Es ging noch weiter. Zum Beispiel, wir mussten vom Tag bis zum Tag abgeben. Einmal Radioapparate, Schallplattenspieler, Schreibmaschinen, Nähmaschinen, Fahrräder, Skier, Musikinstrumente, elektrische Geräte, Haustiere. Also stellt euch vor, wie es eure Familie heute betroffen würde oder euch persönlich, wenn man anordnen würde, ihr müsst Handys abgeben, Fotoapparate abgeben, Computer abgeben, Laptops abgeben, wie wär's? Doof. Also das hat uns betroffen. Von Tag zu Tag mussten wir alles Mögliche abgeben. Dann aber ging es noch einen Schritt weiter. Arbeitsverluste.
Ich habe gesagt, meistens war es der Mittelstand, also Intelligenz, sagen wir, Ärzte, Lehrer, Künstler, Juristen, Postbeamte, Beamte in öffentlichen Diensten, technische Leiter, die alle sind bald früher oder später aus der Arbeit rausgeschmissen worden. Und eigentlich das Einzige, was für die Juden als Arbeit zugänglich war, war unqualifizierte oder schlecht belohnte Arbeit. Zum Beispiel Bergbau, Straßenbau, Müllabfuhr, Straßensaubern und so weiter. Also das hat eigentlich die meisten schon bei uns betroffen. Zum Beispiel mein Vater ist auch von seiner Arbeit rausgeschmissen worden. Er fand noch einen Posten als unqualifizierter Arbeiter in einer Holzwerkstatt. Meine Mutter, sie hat gearbeitet in der jüdischen Schule. Da möchte ich noch ein paar Worte dazu sagen. Man hat nicht nur die jüdische Lehre aus den öffentlichen Schulen rausgeschmissen, aber auch die jüdischen Kinder durften nicht mehr die öffentlichen Schulen besuchen. Das Einzige, was noch tätig bleiben durfte, waren jüdische Schulen. Aber im ganzen Protektorat Böhmen und Mähren waren im ganzen drei Schulen in drei Städten, in Prag, in Brünn und in Ostrau. Das heißt, dass in allen Städten, in Dörfern oder so, konnten die Kinder gar nicht mehr die Schule besuchen. Dieses Bild hier ist das letzte Bild von der Klasse meiner Mutter, weil in 1942 hat man da jeglichen Schulunterricht den jüdischen Kindern untersagt. Also nicht einmal lesen und schreiben sollten wir lernen. Noch eine Besonderheit kommt zu diesem Bild. Von allen Kindern, die hier auf dem Bildschirm zu sehen sind, dieses Mädchen hier ist am Leben geblieben. Alle anderen von den Kindern, die hier da sind, das letzte Bild der jüdischen Klasse, der letzten Klasse in der jüdischen Schule in Prag. Also dann ist jeglicher Schulunterricht verboten worden und die Kinder, die da am Foto sind, sind außer den einzigen Mädchen alle später ermordet worden. Also das war eine der schlimmsten Sachen, dass man die Kinder getötet hat. Was uns aber noch betroffen hat zu der Zeit, wo wir sozusagen in der Freiheit gelebt haben. Wir durften keine Kultur mitmachen. Wir durften nicht ins Kino, wir durften nicht ins Theater, zu einer Bibliothek. Wir durften nicht im Restaurant essen, im Hotel übernachten. Wir durften nicht mit dem Zug fahren, mit dem Bus fahren, nur mit der Straßenbahn, dann aber nur stehend an der letzten Plattform. Und wenn die Straßenbahn voll war, dann kam der Schaffner und sagte, alle Juden aussteigen. Also das hat uns auch öfters betroffen. Wir fuhren mit der Straßenbahn, die war voll, wir mussten aussteigen, obwohl wir Fahrkarten hatten. Das hat nichts geholfen. Also das war... Ich war zu dieser Zeit ein kleines Mädchen und ich kann mich zum Beispiel erinnern, ich durfte nicht mehr zum Bad gehen, ich durfte nicht mehr mit nicht-jüdischen Kameraden spielen, ich durfte nicht zum Ausflug mit meinen Eltern gehen, das war alles verboten, die Stadt durften wir nicht verlassen. Schwierig war es zum Beispiel mit dem Einkaufen. Es war ja Krieg, Mangel an jeglicher Ware. Es war nicht genug Lebensmittel, Bekleidung, alles. Und die ganze Bevölkerung, auch die tschechische Bevölkerung, bekam sogenannte Zuteilungskarten. Das hieß, man konnte nur eine gewisse Menge einkaufen, soweit die Abschnitte der Zuteilungskarten gereicht haben. Wenn man alle ausgenutzt hat, konnte man in diesem Monat nicht mehr dies oder jeniges bekommen. Und die jüdische Zuteilung war noch viel mehr beschränkt als für die tschechische. Es waren einige Sachen, die wir gar nicht bekommen konnten.
Eigentlich an die Zuteilung von Lebensmitteln zum Beispiel hatten wir nur schwarzes Brot, kein Weißbrot, ein bisschen Mehl, etwas Hülsenprodukte oder Bohnen vielleicht, Kartoffeln, Margarine, ein wenig Zucker und das war's. Also keine Milchprodukte, keine Eier, kein Fleisch. Öfters kam es vor, es gab nicht genug frisches Obst oder frisches Gemüse. Dann ist es verboten worden, den Juden frisches Obst oder frisches Gemüse zu verkaufen. Keine Konserven, keine Fische, keine Zigaretten, keine Süßigkeiten, nichts. Also mit dem Einkaufen war es schon mit der Zuteilung schwierig. Aber noch weiter, wir durften nur in wenigen Geschäften einkaufen. An vielen stand es Judenzutritt verboten. Manchmal sogar Juden- und Hundenzutritt verboten. Es war nur eine bestimmte Zeit, in der wir einkaufen durften. Es klingt so einigermaßen harmlos. Na gut, da geht man nachmittags einkaufen. Ich gehe heute auch öfters nur nachmittags einkaufen. Ja, aber die Geschäfte waren damals gar nicht voll. Man hat in der Früh geliefert. Und wenn man nachmittags einkaufen ging, da war schon alles Mögliche aus. Und wenn wir um 16 Uhr ankamen, dann war es schon wirklich schwierig, frisches Brot oder was immer einzukaufen. Also das ist eine der ersten Erinnerungen, die ich habe. Auch, dass ich mit der Oma einkaufen ging. Wir standen schon eine Stunde, anderthalb Stunde zuvor in der Schlange, damit wir wenigstens auf die Reihe kommen, einzukaufen. Aber öfters war es gab kein Brot mehr, es gab keine Kartoffeln mehr. Also es war ausverkauft. Die Geschäfte, die Läden waren wirklich ganz leer schon. Also das war Schwierigkeiten mit den Einkaufen. Und das Leben war wirklich beschränkt. Zum Beispiel, wir waren in einer schönen Wohnung. Von dieser Wohnung sind wir rausgeschmissen worden, weil die hatte Fernheizung, warmes Wasser, das war nicht ganz üblich damals. Die wollte man für einen SS-Offizier vermieten und so sind wir aus der Wohnung rausgeschmissen worden und wir kamen in eine sogenannte jüdische Sammelwohnung. Was war das? Wir waren in einer Dreizimmerwohnung ursprünglich und wir kamen wieder in eine Dreizimmerwohnung. Der Unterschied war, dass in dieser alten, vernachlässigten, kalten, dunklen Wohnung drei Familien untergebracht wurden. Also das war der Unterschied zwischen diesen Dreizimmerwohnungen. Und es begannen schon die Transporte. Die Transporte, die waren meistens je 1000 Menschen, die zuerst, erste Transporte gingen direkt nach Polen in ein jüdisches Ghetto. Dann hat man für die Juden im Protektorat ein kleines Städtchen freigestellt. Ursprünglich war es ein Garnisonstaat, wo waren mehrere Kasernen, für 6000 Soldaten ungefähr geeignet und da waren einige Zivilhäuser für so 2000 Einwohner insgesamt, also war die Stadt geeignet für bis zu 8000 Menschen. Aber als wir als Häftlinge waren, waren dort bis zu 60.000 Häftlinge drin, also ungefähr viel Menschen, als die Stadt geeignet war. Und das war schon schlecht. Also wir kamen dann an die Reihe im Dezember 1942. Es kam ein Bote von der jüdischen Gemeinde, das war ich eben so ein kleines Kind, und mit der Anordnung, wir sollen in 48 Stunden unser Gepäck nehmen und zur Sammelstelle kommen. Es war erlaubt,
50 Kilo Gepäck mitzunehmen. Manche Sachen durfte man nehmen, manche gar nicht. Zum Beispiel einen scharfen Messer durften wir nicht mitnehmen. Das war betrachtet schon als eine Waffe. Also ein Gepäck. Was nimmt man? Man geht ja für eine ganz unbekannte Zeit. Wir wussten nicht, wie lange der Krieg dauerte. Obwohl man gesagt hat, Theresienstadt wird zu einer jüdischen Siedlung sein. Wir wussten schon, wir hörten schon, es gehen aber Transporte von Theresienstadt weiter, irgendwo die, nach Osten, nach Polen. Aber dass es dort Vernichtungslager sind, das haben wir nicht geahnt. Wir mussten uns also vorbereiten. Wir mussten uns vorbereiten für eine unbekannte Zeit im unbekannten Land. Und was nimmt man mit? Wir mussten vor allem Bekleidung, Bettzeug, Bettwäsche, hygienische Gegenstände, Essschalen, also alles, was man braucht, mitnehmen. Wir wussten, man kann ganz und gar nichts nach. Ja, wenn ich heute zum Urlaub fahre und vergesse Socken oder Taschentücher oder Zahnbürste, dann gehe ich ins nächste Geschäft und kaufe es. Aber das war eben ganz unmöglich. Es war zum Beispiel Krieg mit Verdunklung. Man durfte nicht, also die Fenster durften nicht leuchten, die Straßen sind nicht beleuchtet worden. Wenn es in der Nacht dunkel war, musste man eben eine Taschenlampe mittragen und ganz. Also, es war ganz schwierig, sich die Fahrzeuge zu beschaffen. Zum Beispiel, ja, man nimmt die Taschenlampe, aber was nutzt es, wenn man eine Batterie... Was ist damit? Ich spreche immer rein und... Bisschen weiter weg? Schon drüben. Ja. Gut, also ich bin keine Sängerin, die gewöhnt ist, mit Mikrofon umzugehen. Gut, also zum Beispiel, wir waren bei der Taschenlampe. Man kann ja keine Batterie nachkaufen. Was tut man? Mein Vater hat nachgedacht und hat sich eine Taschenlampe besorgt mit Dynamo-Betrieb. Das hat er mit den Daumen gedrückt und dazu braucht man dann keine Ersatzbatterie. Also man musste wirklich genau nachdenken, was man packen soll. Und wir haben schon gehört, nach der Ankunft in Theresienstadt, da waren viele SS-Frauen, die das Gepäck durchgesucht haben und haben manches auch konfisziert. Und so habe ich auch einen Rucksack bekommen, damit ich das Notwendigste wenigstens bei mir habe. 50 Kilo, so ein kleines Kind kann sowieso keine 50 Kilo tragen. Ja? Also ich hatte einen Trainingsanzug, ein paar Schuhe drin, einen Schlafanzug, ein paar Stückchen Wäsche, zwei Essschalen, einen Löffel, Zahnbürste, hygienische Gegenstände und natürlich eine Decke rundherum mit einem Bettbezug und was nimmt ein Kind mit? Natürlich ein Spielzeug. Dieses Spielzeug war mir besonders teuer. Warum? Als mein Vater in dieser Holzwerkstatt gearbeitet hat, hat er mir diesen Pluto-Hund zum 5. Geburtstag gemacht. Und weil es eben das Geschenk vom Vater war, war es mein Lieblingsspielzeug. Sowieso hatte ich nicht viele Spielzeuge. Aber das da war mein Liebling und deswegen habe ich ihn mitgenommen
Dann hatte ich dort noch einen Zeichnungsblock, ein paar Farbstifte, einen Bleistift, ein Buch. Das war der Bambi, den kennt ihr vielleicht auch, den Bambi. Also den habe ich mitgenommen, denn ich konnte schon lesen, als ich nach Theresienstadt kam. Da war ich 6 Jahre alt. Und so ausgestattet ging ich zum Transport mit meinen Eltern. Wir kamen zuerst zu einer Sammelstelle, solche Baracken vom Messegelände. Und von dort sind wir geschickt worden nach Theresienstadt. Im Messegelände habe ich erstens wieder Kinder getroffen. Da war gleich eine kleine Bande von Kindern. Wir haben uns unsere Spielzeuge vorgezeigt, haben gespielt. Und ich war wieder, für mich war es ursprünglich ein Abenteuer. Wir fahren mit dem Zug und es passiert etwas Interessantes. Ja, also für ein 6-jähriges Kind war es eigentlich nicht so schlimm. Ich kann mir erst heute vorstellen, wie ich für meine Eltern gewesen ist. Und in der Küche gingen wir dann zu Fuß zum Bahnhof und vom Bahnhof fuhren wir weiter. Ganz schlimm war es aber für diese alten Menschen, die zum Transport auch antreten mussten. Und von dort gingen wir dann 2 Kilometer zu Fuß mit dem Gepäck nach Theresienstadt. 2 Kilometer zu Fuß, also 50 Kilo zu schleppen, das war auch für den Vater ziemlich schwierig und meine Mutter, die hat keine 50 Kilo tragen können. Und so kamen wir im Dezember 1942 nach Theresienstadt. Das war so ein Geschenk zu meinem 6. Geburtstag gerade und wir kamen rein. Hier sieht man so einen Stadtplan von Theresienstadt, man sieht rundherum ist eine Mauer, ein Graben, noch eine Mauer dazu, dann war dort natürlich Stacheldraht und drinnen sind solche Kasernen, große Kasernen, in denen waren meistens Männer und Frauen untergebracht und Kinder waren öfters in den Kinderheimen oder Jugendheimen. Und das klingt grausam und ist gar nicht so, denn die innere Organisation, das innere Leben von Theresienstadt hat der jüdische Ältestenrat organisiert. Natürlich unter Befehl von der SS-Kommandantur. Aber das innere Leben wurde so organisiert, dass sie sich bemüht haben, den Kindern und den Jugendlichen das Leben in Theresienstadt zu erleichtern, wie es nur ging. Weil wir waren ja die Hoffnung für die Zukunft. Und nicht einmal die jüdische Stadtverwaltung hat geahnt, dass da weiter in den Transporten es in die Vernichtungslager geht. Die haben versucht, uns zum Beispiel ein bisschen mehr zu essen zuzuteilen. Natürlich war es auf Kosten von jemandem, der umso weniger bekam. Das waren die Alten und die Kranken. Aber in den Kinderheimen hatten wir ganz nette Betreuerinnen und wir waren Kinder unter uns. Und wir hatten sogar illegalen Schulunterricht, das war ja streng verboten. Aber natürlich, wenn es streng verboten ist, was machen die Kinder? Natürlich machen alles aus Trotz. Und so haben wir aus Trotz gelernt. Das Leben in Theresienstadt von außen sieht ganz annehmbar an. Das sind ja gemauerte Häuser, man kann in der Straße gehen, man hat Zivilbekleidung. Aber die Unterkunft drinnen, in den Publikationen, die war schon ein bisschen reingepfercht, wie viele nur reinkamen. In den Kinderheim waren wir wenigstens nicht so viele reingepfercht. Aber trotzdem waren wir um die 20 Kinder in einem Raum. Und die Betreuerinnen haben uns das Essen bis zur Stube gebracht. Sie haben uns von früh bis Abend beschäftigt. Warum? Wenn die Kinder beschäftigt sind, dann vergessen sie eben viel leichter, dass sie gar nicht satt gegessen haben, dass sie sich gar nicht satt gegessen haben, dass das Essen gar nicht gut ist, dass die Zimmer nicht gut bewärmt sind. Und ja, eigentlich ging es immer noch.
Das Schlimmste in Theresienstadt war eben die gute Ernährung und die Krankheiten. Die Strohsäcke, die man uns dazu geteilt hat, die waren meistens schon bewohnt. Rummel. Mit Flöhen und Walzen. Und die haben sich auch beteiligt an der Verbreitung der ansteckenden Krankheiten. Die Sterbenrate in Theresienstadt war beinahe 25%. Das ist ziemlich hoch. Und vor allem waren es eben diese ansteckenden Krankheiten und die Unterernährung, an die die alten Menschen und Kinder gestorben sind. Ich war in dem Kinderheim ein paar Monate, plötzlich hohes Fieber, kam die Ärztin, hat angeschaut und sagt, ja, das gefällt mir gar nicht, die muss weg vom Kinderheim. Da kamen zwei Männer in der Nacht, haben mich auf eine Barre gelegt und weggetragen in ein Zivilhäuschen, wo eine Abteilung des Krankenhauses errichtet wurde. Und da waren Kinder abgesondert mit ansteckenden Krankheiten von den gesunden Kindern. Aber wir hatten alle möglichen Krankheiten. Als man mich untersucht hat, hat man erfahren, ich habe Typhus, Scharlach und Masern, auch einmal. Ich hatte hohes Fieber, am schlimmsten war Typhus natürlich. Aber eben noch schlimmer, weil es begleitet war mit zwei anderen Krankheiten. Wir hatten keine Arzneimittel. Das Einzige, womit man mich behandelt hat, waren kalte Umschläge. Das heißt, man hat mich vom Kopf bis Fuß in einen feuchten Leintuch umgewickelt. Wie angenehm das ist, bei 40 Grad Fieber solche kalte Umschläge zu bekommen. Bis heute habe ich Gänsehaut, wenn ich mich daran erinnere. Ja, und als Diät, ja, was für Diät? Hungerdiät. 3 Tage gar nicht zum Essen bekommen, nur Tee getrunken. Und danach hat man für uns Graupenschleim oder Haferflockenschleim gekocht. Das war eine strenge Diät, das Einzige, was meine Verdauung eigentlich vertragen konnte. Als ich mich ein bisschen erholt habe, habe ich mich angesteckt mit Gelbsucht, weil da waren eben Kinder mit anderen Krankheiten. Ich habe Gelbsucht, also Hepatitis A, erwischt. Und dann, als ich mich davon erholt habe, wieder plötzlich hohes Fieber, um die 40 Grad, irgendeine Herzentzündung. Und so war ich in dem Krankenhaus mehrere Monate. Aber ich habe diese Zwischenzeit sehr gut ausgenutzt. Könnt ihr verstehen, wenn ich Deutsch spreche, oder? Schon. Ich hatte dort einen wunderbaren Deutschlehrer. Mit mir nämlich in der Krankenstube war ein Junge, der war ein paar Monate jünger als ich. Ich war also etwas über 6, er war unter 6 Jahre. Er stammte aus Berlin, konnte natürlich nicht Tschechisch, als er nach Theresienstadt kam. Er war ein Waisenkind und ich konnte nicht Deutsch. Aber binnen ein paar Wochen oder Monaten, ich weiß nicht genau, wie lange es gedauert hat, haben wir die Sprache des anderen gelernt. Er konnte dann Tschechisch, ein Prager, und ich habe einen schönen Berliner Akzent gehabt. Natürlich, Grammatik hat er mich nicht unterrichten können mit 5,5. Die kenne ich eben bis heute nicht, weil er war der einzige Deutschlehrer, den ich je hatte. Also die Zeit habe ich wirklich gut ausgemetzt. Ich bin nach ungefähr einem Jahr entlassen worden vom Krankenhaus. Inzwischen hat sich angemeldet eine Kommission des Roten Kreuzes. Es sprach sich herum, die Juden werden von den Deutschen misshandelt. Wie sieht es so aus wie in einem Konzentrationslager? Naja, natürlich hat man dann nicht Auschwitz oder Treblinka oder sowas vorzeigen wollen. Man hat eben Theresienstadt vorgezeigt, das sieht ja so ziemlich normal, mit den Juden geht es ganz gut, ja, die haben ein schönes Städtchen bekommen, die Ubikationen hat man nicht vorgezeigt und
Die Kommission, aber man hat die Stadt vorbereiten müssen, alles sauber machen. Und deswegen, weil die Stadt so überfüllt war, hat man vor allem Menschen mit ansteckenden Krankheiten weggeschickt. Ich wurde entlassen, 14 Tage danach ist unser Krankenhaus mit den kranken Kindern zum Transport einberufen worden und weg. 14 Tage danach, als ich entlassen wurde. Wohin ging der Transport? Ja, natürlich in ein Vernichtungslager. Also deswegen, weil ich 14 Tage zuvor entlassen wurde, ist mein Leben wieder mal gerettet worden. Zum ersten Mal, wir sind in Theresienstadt aufgenommen. Das war schon ein Glück, weil bei der Aufnahme der größte Teil unseres Transportes nach der Ankunft ist weitergeschickt worden. Und man hat nur eine einzige ausgesucht, die irgendwie nützlich oder wichtig für das innere Leben in Theresienstadt war. Und mein Vater wurde gefragt, was war sein Beruf? Er sagte, er hat gearbeitet in der letzten Zeit in einer Holzwerkstatt und man hat gerade gebraucht Menschen für eine Holzwerkstatt, Facharbeiter. Und deswegen ist mein Vater und unsere Familie in Theresienstadt aufgenommen worden. Er hat noch meinen Pluto vorgezeigt, dass er das erzeugt hat. Und deswegen sind wir in Theresienstadt aufgenommen worden und nicht weiter sofort in ein anderes Lager geschickt. Also ich hatte mehrmals Glück gehabt, dass ich in Theresienstadt geblieben bin. Zum ersten Mal, dass wir aufgenommen wurden, zum zweiten Mal, dass ich die schwere Krankheit überstanden habe, zum dritten Mal, dass ich entlassen wurde, bevor der Transport vom Krankenhaus wegging. Also dreimal hatte ich schon Glück gehabt. Ich kam nicht mehr zurück ins Kinderheim. Inzwischen ist unser Kinderheim für die kleineren Kinder aufgelöst worden, weil viele Transporte sind schon inzwischen weggegangen. Und ich war dann mit meiner Mutter zusammen auf einem Dachboden untergebracht. Auf einem Balken hat der Vater eine Pritsche errichtet. Vater hat dann als Zimmermann gearbeitet auf dem Bauhof. Und so hat er ein paar Bretter geholt, damit wir nicht direkt auf den Boden den Strohsack haben, sondern eine Schmalpritsche hatten. Und so haben wir in den Dachboden so eine kleine Möglichkeit gehabt, zu übernachten. Es war ohne Heizung, das hat einen großen Vorteil gehabt, nicht Nachteil, Vorteil. Weil es war viel zu kalt für die Wanzen. Und ich habe dann eben täglich das Tagesheim besucht, aber mittags musste ich eben täglich dann das Essen holen gehen. Siebenmal so die Schlange, für wie die Abgabe. Hier ist noch eine Zeichnung, wie es bei der Essenausgabe aussah. Also eine Schlange im Hof der Kaserne. Und da waren die Küche, die Suppe und das Hauptgericht verteilt haben. Die Suppe, das war so eine ziemlich dünne Lagersuppe. Ein paar Stückchen Kartoffeln, Steckrüben waren drin. Und das Hauptgericht, das waren auch ein paar Kartoffeln mit Soße oder mit Steckrüben oder manchmal ein bisschen Fleischhasche aus Fleischabfällen, aber das war ganz selten. Am öftesten hatten wir nur im Wasser gekochte Graupen oder Hirsen. Aber es waren zwei Gerichte, Suppe und das Hauptgericht. Und eben an der Schlange vorbei, da hat man lange warten müssen. An der Schlange vorbei gingen immer alte Menschen. Oft waren es gerade alte Juden aus Deutschland. Es kamen ja aus Bremen, gingen auch einige Transporte nach Theresienstadt. Und vielen alten Juden in Deutschland, die zum Beispiel im Ersten Weltkrieg für Deutschland gekämpft haben, hat man angeboten. Sie dürfen sich den Aufenthalt in Bad Theresienstadt bezahlen.
damit sie nicht in ein Lager kommen, sondern ins Bad Theresienstadt. Und sie haben tatsächlich sehr viel dafür bezahlt, dass sie eine volle Betreuung bekommen. Und dann kamen sie ins Lager Theresienstadt, nicht ausgestattet, nicht vorbereitet. Sie hatten Strohhüte und hohe Absätze, die Frauen. Also was tut man dann in einem Lager? Und wenn wir Kinder ein bisschen mehr zu essen bekommen haben, haben sie eben die Alte und die Kranke umso weniger. Weil die Zuteilung, die durchschnittliche Zuteilung in Theresienstadt war 1100 Kalorien pro Kopf und Tag. Das heißt, das ist ungefähr die Hälfte davon, was man wirklich braucht. Und wenn dann diese alten Menschen kamen zu der Verteilung und gingen von einem zum anderen und haben immer so ganz leise gefragt, bitte nehmen Sie Ihre Suppe. Viele Menschen gingen so von einem zum anderen. Und ich war 7 Jahre alt, stellt euch vor. Sie haben mir furchtbar leid getan. Ich musste dabei natürlich auf meine Großeltern denken, an die Oma, an den Opa. Man hat sich schon längst von Theresienstadt wegtransportiert. Und ich dachte, ja, vielleicht sind sie irgendwo dort in Polen, im Osten. Ich wusste nicht, dass man sie schon längst ermordet hat. Ich dachte, sind sie auch so verhungert, sind sie auch so mager, haben sie auch so traurige Augen, erbarmt sich jemand, gibt jemand ihnen etwas zu essen? Und so habe ich mich selbst gefragt, soll ich ihnen meine Suppe aufgeben? Ja, öfters habe ich sie doch aufgegeben, obwohl ich auch nicht völlig satt war. Ich hatte auch nicht viel zu essen. Aber sie haben mir so leid getan, dass ich irgendwie gedacht habe, wenn ich mich erbarme und gebe ihnen meine Suppe, vielleicht wird sich doch jemand auch dort erbarmen. Und das war so schwierig zu entscheiden, soll ich meine Suppe aufgeben? Und wenn ich sie aufgebe, wem? Schaut euch die Augen an. Wenn mehrere Paare solche Augen auf mich schauen, wie soll das 7-jährige Kind entscheiden, wer am hungrigsten ist? Wer braucht meine Suppe am meisten? Also das war für mich wirklich täglich die Qual der Wahl. Ihr kennt doch das Sprichwort, wer die Wahl hat, hat die Qual. Das war diese Qual. Das ist eigentlich das Traurigste, was ich in Theresienstadt erlebt habe. Nicht allertraurigste, es waren andere traurige Sachen, aber das da verfolgt mich bis heute. Die zweite traurige Sache war, dass ich mich immer wieder mit Freunden verabschieden musste, weil es ging in Transporte und ich hatte jemanden, den ich wirklich gern hatte und er kam wieder und sagte, ja, morgen gehen wir zum Transport. Auf Wiedersehen. Aber es war auf nie Wiedersehen, leider. Also ich hatte dann wirklich Angst, mich mit jemandem näher zu befreunden. Das war die zweitraurigste Sache. Und die dritttraurigste war, ich habe dann in... Normalerweise schalte ich ihn aus, aber tut mir leid. Na gut, also das dritte Traurige waren Todesmärsche. Gegen Ende des Krieges kamen nach Theresienstadt Menschen, die furchtbar aussahen. Die waren mager, die kamen aus anderen Lagern. Und ich habe sie gesehen und mein Vater sagte, ich muss schauen, ob mein Bruder vielleicht unter ihnen ist. Ich bin gar zu weinen. Ich will nicht, ich will nicht. Warum willst du nicht, dass dein beliebter Onkel Franzi unter ihnen ist? Es wäre doch schön, wenn er zurückkommt. Ich sagte, ich will nicht, dass er so furchtbar aussieht.
So, das war eine fruchtbare Sicht für ein Kind, diese Menschen zu sehen. Aber dazu komme ich weiter, wie es dann war. In Theresienstadt jedenfalls war dann eine Zeit, die einigermaßen besser war. Die Zeit, wo wir auf die Kommission des Roten Kreuzes gewartet haben. Hier sieht man ein Foto. Das ist ein Bild von einer Kinderoper. Ich habe diese Kinderoper vor ein paar Jahren sogar in Bremen gesehen. Das war der Brunnenbar, der Leierkastenmann. Zu dieser Zeit war nämlich in Theresienstadt Kultur erlaubt. Und meine Kinder haben dort eine Oper gespielt. Und für uns hat der böse Leierkastenmann natürlich den Hitler symbolisiert. Und weil die Kinder, die in den Märchen immer das Gute sieht, haben wir gedacht, ja, der Hitler wird auch beseitigt und wir kommen glücklich nach Hause. Und deswegen haben alle Kinder gerne das Letzte gesungen, dass Hitler wegkommt und dass der Brunnenbar beseitigt wurde, der Hitler kommt auch mal weg. Aber wieder, von diesen Kindern, die auf diesem Foto sind, das kommt von einem Film, das man als Propaganda aufgenommen hat in Theresienstadt. Aber von diesen Kindern, die man da auf dem Foto sieht, sind auch nur wenige am Leben geblieben. Von den meisten blieb nur eine kleine Erinnerung, so ein Baum, dass die Kinder zum Neujahr der Bäume in Theresienstadt gepflanzt haben. Der Baum wuchs jahrelang, erst bei einer Flut vor ein paar Jahren ist er umgekommen. Aber die Kinder, die sind im Krieg alle meistens ermordet worden. Was passierte? Also viele sind weiter in die Vernichtungslager gebracht worden. Und das ist die einzige Erinnerung an sie. Ich hatte aber mehrmals wieder Glück, dass ich in einen Transport nicht eingereiht wurde. Zum Beispiel im Herbst 1944 gingen große Transporte weg von Theresienstadt. Meistens Männer, aber viele Frauen haben sich freiwillig mitgemeldet in einen Transport, damit die Familie in ein anderes Lager kommt. So ist es durchgesagt worden von der SS-Kommandantur, dass Theresienstadt überfüllt ist und dass man ein neues Lager errichtet, damit sie in einen besseren Bedingungen leben können. Und mein Vater war auch in so einem Transport. Und meine Mutter wollte sich mitmelden, damit wir zusammenbleiben. Vater aber hat es ihr untersagt. Er sagte, man soll nicht alles glauben, was versprochen wird. Man soll nicht ins Ungewisse gehen, wenn es nicht notwendig ist. Und deswegen hat meine Mutter ausnahmsweise gehorcht und hat sich nicht in den Transport gemeldet. Aber Vater, der war schon im Transport. Und sie waren abgesondert, eingesperrt in einer Kaserne. Und dort sollten sie abwarten, bis ein Zug kommt, der sie eben wegbringen sollte. Da kam in der Nacht ein Wind, ein Orkan, und das hat ein Dach abgetragen von einer Baracke. Theresienstadt war ja natürlich auch ein Arbeitslager und in dieser Baracke hat eine deutsche Firma irgendeine Erzeugung bestellt und die Häftlinge haben dort gearbeitet. Und da der Orkan das Dach beschädigt hat, hat die SS-Kommandantur befohlen, dass es sofort repariert sein soll. Vater hat als Zimmermann am Bauhof gearbeitet, aber jetzt die letzten Zimmermänner waren schon im Transport. Und ihr Vorarbeiter, ein alter Häftling, sagte, ja, was kann ich alleine, kann ich das ganze Dach nicht reparieren. Und die letzten Männer, die sind jetzt soeben im Transport. Und er bekam eine Bewilligung, er darf sich drei von seinen Arbeiter mitnehmen, die sollen arbeiten gehen, bevor der Zug kommt, sollen sie
noch arbeiten und das Dach reparieren. Und mein Vater hat sich freiwillig in die Arbeit gemeldet. Vorerst wollte keiner arbeiten gehen. Warum denn? Jetzt können Sie sich ein paar Tage ausruhen. Sie haben ja 13 Stunden täglich arbeiten müssen. Aber Vater hat gesagt, naja, ich mache es nicht wegen dem SS-Kommandanten, aber wegen unseren Vorarbeiter. Wenn er dieses Befehl nicht durchführt, wird er bestraft. Und das kann ihn sein Leben kosten. Und da haben sich doch 3 gemeldet und gingen in die Arbeit. Sie haben repariert, sie haben das Dach in Ordnung gebracht und kamen zurück zur Kaserne. Und inzwischen war die Kaserne leer. Der Transport war weg und das war der letzte Transport, der aus Theresienstadt nach Auschwitz geschickt wurde. Also dieser wieder ein Zufall. Jeder von uns, der überlebt hat, kann von einem Glück oder Zufall sprechen. Also dass gerade zu dieser Zeit er auch fahren kann, dass gerade sich Vater freiwillig in die Arbeit gemeldet hat, um den Vorarbeiter zu retten, das hat ihm das Leben gerettet. Also das war wieder ein Glück und dadurch sind wir alle 3 bis zu Ende in Theresienstadt geblieben. Meine Mutter hat als Betreuerin bei den Mädchen gearbeitet, ich habe das Tagesheim besucht, Vater blieb als einziger Zimmermann mit dem Vorarbeiter und hat weitergearbeitet bis zur Befreiung. Was wäre aber, wenn wir weitergeschickt wären? Also hier sieht man, woher gingen Transporte nach Theresienstadt und wohin sie dann weitergingen. Man sieht, es war tatsächlich Polen oder Osten, Ukraine, Polen oder baltische Länder. Aber da sind eben errichtet worden Vernichtungslager, um die jüdische Bevölkerung zu vernichten. Das ist in den besetzten Ländern tatsächlich beinahe 90% der jüdischen Population ist ermordet worden, 6 Millionen. Auch der Weg von Theresienstadt weiter war schon grausam genug. Sie fuhren mit solchen Viehwaggons oder Güterwaggons, eine kleine Lücke, wo man nur Luft schnappen konnte. Der Waggon war ja völlig, die waren reingepfercht, wie nur viele reinkamen. Sie konnten sich kaum hinsetzen. Ein Teil musste stehen, die anderen haben sich auf das Gepäck hingesetzt und dann haben sie sich gewechselt. Das Schlimme unterwegs war, sie haben nur einen Eimer bekommen zum Austreten. Ein voller Waggon. Wie sieht es aus nach ein paar Stunden? Wie erniedrigend es ist, wie es dort stinkt, wie schmutzig es ist, das kann man sich nicht vorstellen. Kaum Luft zum Atmen. Und so fuhren sie in ein Lager. Hier sind sie willkommen beim Aussteigen von den Viehwaggons. Und hier sieht man ein echtes Foto. Das hat ein SS-Mann fotografiert. Es ist zu finden, auch im Internet, unter dem Auschwitz-Album. In Google könnt ihr es finden. Also das hat ein SS-Mann fotografiert, wie die Transporte nach Auschwitz kommen. Das da ist ein ungarischer Transport. Da mussten sich die Frauen und Männer in die Reihen stellen und warten auf die sogenannte Selektion. Das da war die Selektion. Man hat ausgesucht einige, die man noch in den Arbeitseinsatz schicken wollte, meistens zwischen 16 und 40 oder 50 Jahre Alter, und die Älteren und die Jüngeren und Frauen mit Kindern, die hat man direkt zum Tode geschickt. Todesengel Dr. Mengele. Aber er war nicht der Einzige, es waren mehrere Ärzte, die diese Arbeit bereit waren durchzuführen, Menschen zum Tode auszusuchen. Und hier sind sie unterwegs. Man hat ihnen gesagt, sie werden sich baden. Man sieht die Frauen mit den Kindern an der Hand oder in den Armen, die kleinen Babys.
Und sie freuen sich, sie werden sich wagen nach der balsamen Reise nach Auschwitz. Und sie kommen zu einem Gebäude, das könnte ein Bad sein, oder? Da sind doch Schornsteine, da wird wahrscheinlich Wasser gewärmt. Aber es ist nicht wahr, das war kein Bad. Das war ein Raum, wo im Vorraum sich die Häftlinge ausziehen mussten. Und dann in dem nächsten Raum war eine Kammer, die luftdicht gesperrt wurde. Und es kamen Menschen, SS-Männer mit Gasmasken und von solchen Dosen haben sie reingeschüttet Pulver, an dem Giftgas angesättigt war, Chiarwasserstoff. Man sagte, das ist ein Tod, der roch wie Bittermandel, Chiarwasserstoff. Nach kurzem waren die Menschen tot, da musste das Kommando kommen, die Leichen aus den Gaskammern holen und in Krematorien, in solchen Öfen verbrennen. Aber öfters war es, die Kapazität der Krematorien hat nicht gereicht. Da musste das Sonderkommando die Leichen so im Haufen mit Brennstoff begießen und verbrennen. Aber zuerst musste man das wichtige Material retten, abschneiden, eine Zähne rausbrechen. Und von diesen Menschen, so wie sie hier verbrannt wurden, blieben nur Haufen von Schuhen, das hat man ihnen abgenommen. Haufen von Menschenhaar, das hat man abgeschnitten. Brillen, Spielzeuge, Prothesen, alles Mögliche. Und Schachteln mit goldenen Zähnen. Das ist alles, was von den 6 Millionen jüdischen Männern, Kindern, Frauen übrig geblieben ist. Aber auch die, die weiter in die Arbeit eingesetzt wurden, das hat ihnen nicht immer das Leben gerettet. Das war öfters nur die sogenannte Vernichtung durch Arbeit. Ich hatte einen Freund, er hieß Arthur. Er war öfters vor ein paar Jahren noch mit mir in Bremen. Er war 17 Jahre alt, als er verhaftet wurde. Damals war er ein jüdischer Junge mit anderen in einem Sportverein, als wir besetzt wurden. Und die Jungs haben sich bemüht, sie lebten an der Grenze zwischen Protektorat und Polen. Und sie haben geholfen, Menschen über die Grenze zu flüchten, wenn sie im Protektorat gefährdet waren. Und es ist irgendwie verraten worden und in Arthur hat man eingesperrt mit 17 Jahren und weil er eben noch minderjährig war, hat man auch seinen Vater mitverhaftet. Und man hat sie in die Lager gebracht. Vielleicht könnt ihr deutlich sehen, von welchen die Lager, die er mitgemacht hat. Also er war zuerst in Buchenwald, Ravensbrück, Sachsenhausen, Auschwitz, Mauthausen und Ebensee. Sein Vater ist in Buchenwald gestorben, also Hunger verhungert. Und Arthur blieb dann ganz alleine und die 6 Jahre hat er nur mit Ach und Kraft überlebt. Hier sieht man eine Erinnerung, die er sich aus Auschwitz mitgebracht hat. Denn jeder, der verhaftet wurde, ist zur Nummer geworden. Die Menschenwürde, den Menschennamen, alles hat er verloren. Nur eine Nummer hat er bekommen. In anderen Lagern hat man die Nummer nur auf die Uniform aufgenäht. Aber in Auschwitz hat man sie wie ein Vieh die Nummer in die Haut eintätowiert. Hier sieht man, wie es in dem Lager ausgesehen hat. Also meistens waren es Holzbaracken. Das ist die Tür, das Tor nach Buchenwald mit dem Motto, jedem das Seine. In Auschwitz war ein anderes Motto, Arbeit macht frei.
aber kein von den Motor war verwirklicht. Keiner hat das seine bekommen und die Arbeit hat die nicht befreit. Öfter sind sie nur in solchen Zelten unterbracht worden, aber meistens waren solche Baracken. Hier sieht man auch ein anderes Konzentrationslager. Hier sieht man die Wachtürme. Das ist Arbeit macht frei in Auschwitz. Und hier sieht man eben die Stacheldrahtzäune, die mit elektrischem Strom geladen waren, damit man eben nicht weglaufen kann. Hier, das ist das größte Lager, das war Auschwitz-Birkenau. Jedes von diesen winzigen kleinen Vierecken, das ist eine Baracke. Und da hinten, da sieht man eben den Rauch von dem Krematorium. Das haben die Amerikaner von der Luft fotografiert. Aber auch von unten sieht man die große Reihe von Baracken. In jeder Baracke tausende von Häftlingen. Hier in so einer Koje waren bis 10 Häftlinge unterbracht. Manchmal Strohsäcke, manchmal nur auf den Brettern. Hier sieht man zum Beispiel das Lager Buchenwald, wie sie unterbracht wurden. Hier sieht man auch Fotos, die sind fotografiert worden direkt nach der Befreiung. Also ganz authentische Fotos, die aufgenommen wurden, um das Leben im Lager zu dokumentieren. Das heißt die Frauenbaracke in Auschwitz. Hier auch eine Frauenbaracke. Und hier, das da, das ist die Hygiene. Also stellt euch vor, auch die Entwürdigung, wenn man auf Befehl zur Toilette antreten soll, man hat so und so viele Sekunden, das zu machen und wieder abtreten und weitere Gruppe kommt. Also das war die Hygiene und die Erniedrigung, das war ganz schlimm dabei. Die Anzüge, die Häftlinge hatten ja kaum was Warmes an. Die Häftlingsanzüge waren nur so aus einem Ersatzleinen genäht. Selten hatten sie, in manchen Konzentrationslager haben sie wenigstens im Winter einen Mantel bekommen, aber meistens auch das nicht. Und wenn sie stundenlang draußen gearbeitet haben, im Regen, stundenlang am Appell gestanden sind, da waren sie feucht und hatten gar nichts umzuziehen. Also wirklich der Häftlingsanzug, das war ganz schlimm. Hier sieht man so einen Zählappell, das da ist in Sachsenhausen fotografiert worden. Arthur erzählt, den letzten Appell hat er in Ravensbrück erlebt. Sie waren in einem Arbeitskommando draußen, kamen zurück, das war eine schwere, haben Gräber für Gasleitung ausgegraben. Und sie kamen zurück von der Arbeit, haben sich gefreut, sie werden sich ausruhen, sie werden Essen bekommen, aber es hat sich bewiesen, jemand fehlt. Ein Häftling fehlt. Und das Lager musste so lange am Appell stehen, bis der Häftling gefunden wird. Und sie sind gestanden, nach der Arbeit, die ganze Nacht, einen Tag und noch eine Nacht dazu. So in den Reihen, 36 Stunden. Sie haben nichts zum Essen bekommen, sie haben nichts zum Trinken bekommen. Zwei Nächte haben sie nicht schlafen gehen dürfen. In der Früh, nach der zweiten Nacht, den Häftling also erwischt, zurück ins Lager gebracht, auf den Galgen hingerichtet, vor den Augen der Häftlinge, damit sie abgeschreckt werden zum Flüchten. Und das Lager ging weiter in die Arbeit. Also das war 36 Stunden sind sie so gestanden. Der Appell war in allen Lagern, das heißt Zählappell in Auschwitz, das ist der das Frauenlager. Und hier sieht man die Arbeit, also schwere Arbeit in allen Lagern. Die Häftlinge mussten verschiedene Arbeiten oder in den
Außenkommandos leisten oder in den Fabriken, sogar in den Waffenfabriken. Hier sieht man ein Kommando in Sachsenhausen, das war das schlecht berühmte Schulläuferkommando. Es ist eine Straße errichtet worden und die Häftlinge mussten Schuhe testen für eine deutsche Fabrik, die sich beworben hat um Lieferung von Schuhen für die Armee. Und damit eben die Schuhe getestet werden, ob sie wirklich für eine Armee guter Qualität sind, mussten die Häftlinge in den Schuhen von früh bis abend rundherum laufen, den nächsten Tag weiter, alle Tage, um zu beweisen, wie viele Kilometer die Schuhe aushalten. Wie viele Kilometer die Häftlinge aushalten, hat keiner gebracht. Also das war ein ziemlich befürchtetes Kommando, weil sie mussten schwere Last tragen und rumlaufen, manchmal im Laufschritt. Und wer nicht weiterlaufen konnte, den hat man furchtbar geschlagen. Also Arthur sagte, er war bei diesem Kommando 2 Wochen und er war froh, dass er entkommen ist, obwohl er mit einem Transport weitergeschickt wurde in ein anderes Lager. Hier sieht man eine andere Häftlingstätigkeit, also ein Ergebnis der Häftlingstätigkeit. Nach den Luftangriffen sind viele Fabriken zerstört worden. Und so haben die Behörden befohlen, man werde Fabriken in die Felsen einbauen. Und die Häftlinge mussten eben die Fabriken in die Stollen in den Felsen bohren. Das da waren die Fabriken in der Umgebung von Ebensee in Österreich. Hier sieht man, wie groß die Stollen waren. Hier, das da ist ein Lastwagen. Ja, und so hoch waren die Stollen. Also wirklich eine große Fabrikenhalle in den Felsen eingerichtet. Also die Arbeit war ganz schwer. Deswegen sind viele auch in der Arbeit umgekommen, weil kalt, Unterernährung, schlechte Bedingungen. Also viele sind gestorben. Aber das war immer nicht das Allerschlimmste, was in den Lagern vorkam. Hier sieht man ein Symbol der Bestrafungen. Schlägerei. Arthur hat erzählt zum Beispiel, er hat einen SS-Mann im Lager getroffen und nicht schnell genug gegrüßt, die Mütze abgezogen. Und da hat ihm der SS-Mann einen Faustschlag gegeben, 2 Zähne rausgebrochen und dann hat er noch 25 Schläge mit einem Ochsenziemer bekommen. Jeden Schlag musste er abzählen. Wenn man nicht abgezählt hat, hat man noch mehrere Schläge bekommen. Nach der Bestrafung musste man sich am Dach stellen, für die Bestrafung sich bedanken und wie weitergehen. Also er sagte, er war voller von Blut und beinahe ist er umgekommen, weil er Blutvergiftung bekommen hat nach dieser Bestrafung. Bunker, also viele Bestrafungen, ganz grausame. Und was noch allerschlimmsten war, war auch, dass man in vielen Lagern Menschen missbraucht hat als Versuchstierchen. Dass da sind einige Fotos von Kindern, die Dr. Mengele in Auschwitz als Versuchstierchen missbraucht hat. Könnt ihr euch vorstellen, was diese Kinder gelitten haben, bevor sie das Glück hatten, dass diese 4 überlebt haben? Meisten haben sie diese ärztliche Versuche nicht überleben können. Ich habe zum Beispiel eine Frau kennengelernt, sie war schwanger, als sie nach Auschwitz kam. Und Dr. Mengele hat sie, nicht sie, er wollte das Baby für seine Versuche nehmen. Das Kind ist geboren in Auschwitz, ein kleines Mädchen. 2 Tage alt war sie
Und die Mutter wusste, das Kind wird nicht überleben können. Es wird nur gequält werden. Und es ist ihr gelungen, sich eine Morphiumspritze zu besorgen mit Hilfe einer jüdischen Häftlingsärztin. Und sie hat die Wahl genommen. Dem Kind wird es besser gehen, wenn es in aller Ruhe in den Armen der Mutter stirbt, als zum Tode von Dr. Mengele gequält zu werden. Die Mutter hat tatsächlich das Kind einschlafen lassen und hat dem Mädchen die Spritze gegeben. Das Kind ist nie wieder wach geworden. Die Leiche musste man schnell entsorgen, damit Mengele nicht weiß, dass es getötet wurde. Die Frau hat überlebt, aber könnt ihr euch vorstellen, was das für eine Mutter bedeutet? Das eigene erstgeborene Kind, an das sie sich so gefreut hat, mit eigener Hand umzubringen. Also auch das da war, Holocaust. Sie hat ein Buch darüber geschrieben, nur die Hoffnung hat mir geholfen zum Überleben. Sie hat zwar dann eine Familie gehabt, sie hat in Israel gelebt, vor 2-3 Jahren ist sie gestorben. Aber das ganze Leben hat sie dann mit dieser Erinnerung gelebt, wie das Kind in ihren Armen eingeschlafen ist. Also das war das Schlimmste. Und eben zwar in dem Lager. Es hat sich die Armee genähert nach Auschwitz. Es wird jetzt in der nächsten Woche der Jahrestag sein, als Auschwitz befreit wurde. Am 27. Jänner 1945 ist Auschwitz befreit worden. Aber das Lager ist befreit worden. Dinge. Von den Häftlingen, 100.000, die in der Umgebung von Auschwitz in den Arbeitseinsatz waren, sind nur ungefähr 7.000 befreit worden. Also nur ein Bruchteil davon. Die anderen sind evakuiert worden. Und sie mussten von Auschwitz bis zum Bahnhof Löslau 65 Kilometer zu Fuß laufen. Meistens hatten sie nur solche Holzpantoffeln nach den Füßen. Wenige hatten Lederschuhe, meistens nur solche Pantoffeln. Viele hatten nicht einmal Fußlappen, von Socken nicht sprechen, Fußlappen gar nicht. Also sie haben sich die Füße mit Papier von Zementsäcken umgewickelt. Und so sind sie im Frost, es war nicht so ein schöner Winter wie diesmal. Es war minus 15 Grad, es war Schnee und in diesem Schnee sind sie gelaufen. Draußen konnten sie sich ausruhen. Man hat sie nicht einmal in der Nacht in die Wärme gebracht. Sie mussten draußen im Schnee sich hinlegen. Manche hatten eine Decke, manche gar nicht. Sie haben sich aneinander gedrückt, um sich von der Körperwärme wenigstens zu erwärmen. Die an den Seiten lagen, die sind nach einiger Zeit in die Mitte gekommen und so haben sie sich die ganze Nacht gewechselt, damit sie sich ein bisschen erwärmen. Und in der Früh ging es weiter. Wer nicht weitergehen konnte, den hat man erschossen. Viele sind erfroren in der Nacht. Und wer nicht gehen konnte, der blieb eben liegen. Hier ist eine Erinnerung eines 16-jährigen Mädchens, das ist so ungefähr euer Alter. Sie hat das Glück gehabt, dass sie eine Selektion überstanden hat. Aber so hat sie so einen Todesmarsch mitgemacht. Die Menschen sahen furchtbar aus. Die, die eben nicht weiter konnten, die hat man umgebracht und nur einigen ist es gelungen, bis zum Ende des Krieges diese Verfahren der Konzentrationslager zu überstehen. Mein Freund Arthur war unter ihnen. Er war damals 23 Jahre alt, also mit 17 ist er verhaftet worden. Die schönste Zeit der Jugend hat er in diesen Bedingungen verbracht. Und als er befreit wurde, wog er 35 Kilo. Was mehr soll ich sagen? Also das waren die befreiten Häftlinge.
Wir in Theresienstadt waren natürlich nicht so schlimm dran. Aber ja, man kann sich kaum vorstellen, wie man dann wieder anfängt zu leben. Und das ist eben das Mädchen, ihm all das erspart wurde, meinen Eltern auch. Aber jetzt soll mir jemand erzählen, es gab keine Lager, es gab keinen Holocaust, es gab keine Gaskammer. Es gab sie, leider, es gab sie. Also, das ist so im Kurzen, was man von dieser Zeit berichten kann. Man findet viel im Internet, man findet viel in Büchern. Aber ihr habt jetzt die Gelegenheit, einen Menschen, der das teilweise mitgemacht hat, einige Fragen zu stellen. Bitte, ich stehe zur Verfügung. Mich würde das erste Mal irgendwie interessieren, was das eigentlich für ein Gefühl ist, wenn man heute so mitbekommt, dass so, also das schon eine Menge Leute gibt, die das einfach leugnen, dass der Holocaust passiert ist. Ob das einen irgendwie wütend macht oder was das überhaupt für ein Gefühl ist. Ja. Ich habe den Ende des Satzes nicht gut Ob das einen eigentlich wütend macht oder traurig oder was das überhaupt für ein Gefühl ist, dass so, also dass es doch einfach eine Menge Leute gibt, irgendwie heute, die das einfach leugnen, dass der Holocaust passiert ist. Naja, traurig. Was ist traurig? Traurig bin ich stets, weil wenn ich mich daran erinnere, ist das immer noch traurig für mich. Aber eigentlich ist es eine Verletzung. Es ist wirklich nicht bewiesen. Es war ja dann das Krieg in Nürnberg, da waren die Täter, die haben wirklich zugestanden. Die haben zugestanden, dass diese Verbrechen durchgeführt wurden. Also es ist bewiesen worden. Hunderte haben darüber gesprochen, was da vorging in den Lagern. Also die das verleugnen, wissen ja, dass es eine Lüge sein muss. Und trotzdem leugnen sie es. Also das ist, ja, es verletzt wirklich. Es ist so ungerecht, den Tod zu verleugnen, ja. Wenn man Ungerechtigkeit empfindet, ist es immer so ein bisschen verletzend. Bitte noch weitere Fragen? Nach der Befreiung aus Theresienstadt, wo sind Sie dann mit Ihrer Familie hingegangen? Und wie war das so, wieder dann irgendwie in ein normaleres Leben zu starten, normaler als vorher? Ja, für unsere Familie war es eigentlich ziemlich leichter, weil erstens, wir gingen zurück nach Prag. Man hat uns, weil wir eine der wenigen Familien waren, eine Mietwohnung zugeteilt. Meistens einzelnen hat man keine Wohnung zugeteilt. Die nichtjüdischen Häftlinge kamen zurück in die Familie oder zu ihren Freunden. Bei den Juden war es schlimm, weil die Familien sind vernichtet worden. Zum Beispiel Adlers ganze Familie ist ermordet worden. Er war der Einzige, der zurückkam. In dem Haus wohnten schon andere Menschen. Er hatte nirgends wohin zu gehen. Also wir hatten es ziemlich einfach. Ich bin nach den Ferien in die Schule gekommen. Mein Vater hat eine Arbeit gefunden. Wir bekamen eine eingerichtete Wohnung, die verlassen wurde von einem geflüchteten SS-Mann. Zwar musste Vater unterschreiben, alles was in der Wohnung war, das musste er danach bezahlen. Unsere Wohnung ist beschlagnahmt worden. Wir bekamen eine andere, aber das musste er schon bezahlen.
aber wir kamen in eine Wohnung und konnten von einer Sekunde in die andere schon wohnen, leben. Das ging. Bei Arthur war es viel schlimmer. Er stand am Bahnhof in der Häftlingsuniform. Jemand hat ihm einen Zivilmantel dazu gegeben, Gummistiefel, Mitte Mai. Und wohin? Also da hat sich das Rote Kreuz bemüht, die Häftlinge aufzunehmen, hat sie betreut einige Zeit, aber dann mussten sie sich eben um sich alleine kümmern. Er hat es geschafft, stell dir vor, in 2 Jahren. Er hat nach 1 Jahr Abitur abgelegt. 6 Jahre war er im Lager. Aus der 6. Gymnasialklasse, also so ungefähr wie ihr alt seid, ist er rausgeschmissen worden. Und in 1 Jahr hat er schon Abitur abgelegt. Wie man sich zu Wörterbuch von Latein hinsetzen kann, nach diesen Erfahrungen, mit diesen Erlebnissen, kann man sich kaum vorstellen. Er hat also Abitur abgelegt, er hat sich an die Technische Hochschule eingeschrieben, er hat noch Militärdienst ein paar Monate dienen müssen, er war im Tuberkuloseheilanstalt, nach 1 Jahr hat er geheiratet, eine auch Auschwitz-überlebende Frau. Und in 2 Jahren ist sein erstes Kind geboren, ein kleines Mädchen. Und er sagte, nach diesen 2 Jahren hatte ich erst Gefühl gehabt, ich habe begonnen zu leben, weil da die Zukunft vor mir stand, das Kind. Also das war ganz schwierig schon. Nächste Frage. Also ich wollte fragen, ja, also ich wollte fragen, ob es in Theresienstadt auch so Jugend gab, die von den SS-Offizieren besser behandelt wurden, dafür, dass sie Dienste erwiesen, also dass sie halt Vergünstigungen bekamen, so wie Theaterbesuche und was weiß ich was, dafür, dass sie zum Beispiel andere Jugend vermieten, die SS. Also ob es sowas gab und wie darauf reagiert wurde von den meisten anderen. Ja, also zur Zeit, als sich die Kommission des Roten Kreuzes angemeldet hat, war die Kultur nicht nur erlaubt, sogar unterstützt, weil sie eben zeigen wollten, dass es eine normale Stadt ist. Und man hat in Theresienstadt tschechische Opern eingeführt. Diese Kinderoper, es war dort ein tschechischer Kabarett, ein deutscher Kabarett. Man hat sogar Verdis Requiem aufgeführt. Also das war gerade Juden singen ein christliches Requiem. Ja. Aber da steht, Gott erbarme dich, Gott erlöse uns. Deswegen hat man es dort gesungen. Also das war erlaubt zu dieser Zeit. Wir waren nicht so viel in Kontakt mit der SS. Es war dort zwar die SS-Kommandatur, aber das innere Leben hat die jüdische Stadtverwaltung organisiert. Die musste die ganze Infrastruktur organisieren, Arbeit verteilen, Essen verteilen, sich um Sauberkeit kümmern. Alles musste die jüdische Stadtverwaltung, der sogenannte Ältestenrat, organisieren. Und nur die waren meistens in Kontakt mit der SS. Rundherum um die Stadt waren natürlich SS-Wachen und unter denen haben auch tschechische Gendarmen gedient. Also die Stadt an sich war bewacht. Aber drinnen in der Stadt haben wir ziemlich wenig in Kontakt mit der SS gekommen. Im Gegenteil zu den anderen Lagern, wo sich die SS auch im Lager sehr viel bewegt haben und die haben eben auch die Häftlinge von da misshandelt. Also das war eben, Theresienstadt war wirklich eine Ausnahme, wo die Sterberate nur wegen Unterernährung und Krankheiten so hoch war. Aber es war kein Vernichtungslager. Ich
und das quasi unvorstellbar, dass man halt irgendwie nach und nach so eine Geschichte zurückgeht in seiner Heimatstadt, also in ihrem Fall Prag, und dann halt irgendwie wieder mit Nachbarn zusammen wohnt, die irgendwie vor einigen Jahren vielleicht noch mit irgendwelche Scheiben eingeschmissen haben. Also kann man sich überhaupt so eingliedern in so eine Gesellschaft von Täterinnen? Also das kann ich mir nicht vorstellen. Also bei uns war es vielleicht ein bisschen einfacher als in Deutschland. Weil bei uns haben sich eigentlich die tschechischen Einwohner teilweise auch als Opfer betrachtet. Ja. Und sie haben, bei uns war auch der Antisemitismus nicht so stark geprägt, wie es in Deutschland durch Hitler erweckt wurde. Und deswegen war es ein bisschen einfacher. Aber du hast recht, heute, wenn was immer ein Unglück geschieht, da kommt eine ganze Schar von Psychologen und Psychiatern und kümmern sich um die Opfer. Bei uns hat sich kaum jemand um die Opfer anders gekümmert als uns zum Beispiel Bekleidung zu besorgen oder Essen zu besorgen oder das Rote Kreuz oder Imka, Unterkunft. Aber sonst hat sich keiner gekümmert. Jeder musste sich auf eigene Beine stellen und manche haben versucht, so einen Deckel auf die Vergangenheit zu setzen und womöglich sich nicht auf die Vergangenheit zu erinnern. Aber nicht allen ist es natürlich gelungen. Und jeder hat irgendeine Narbe in der Seele. Manche Narben heilen, manche eben nicht. Noch jemand, bitte? Ich habe noch eine Frage zur Lehre Theresienstadt. Warst du da auch so, dass zufälligerweise irgendwann mal Leute einfach verschwanden? Also inoffiziell ohne. Meinst du, also zu entkommen, so wegzulaufen? Das aber auch, dass sie einfach getötet wurden, ganz inoffiziell und ganz unregistriert, ohne dass irgendjemand das mitbekommen sollte. In Theresienstadt sind eigentlich einige Menschen hingerichtet worden. Zum Beispiel ein 18-jähriger Junge ist von den deutschen Behörden hingerichtet worden, weil er versucht hat, einen Brief seiner Mutter zu schmuggeln. Und dieses Brief ist in die Hände der SS gekommen und sie haben dort gesagt, es soll sich der Täter melden, es passiert ihm nichts, aber wenn er sich nicht meldet, wird das ganze Lager bestraft. Und er hat sich gemeldet und es ist ihm nichts Schlimmeres passiert, als dass er am Galgen hingerichtet wurde, zum Beispiel. Aber sonst hat man in Theresienstadt, in den Ghetto Theresienstadt, nicht einzeln erschlagen. Die Strafe war eben entweder in die kleine Festung ins Gefängnis zu schicken, wo man noch viel schlimmer die Menschen misshandelt hat, oder in einen Transport eingereiht zu werden. Aber so einzeln erschlagen hat man in Theresienstadt nicht. Es waren dort einige Verhöre an der Kommandatur, wo geschlagen wurde, aber nicht erschlagen. Ist das die Antwort, die du... Ja. Noch jemand? Etwas? Ja? Ich wollte einfach mal fragen, wie lange Sie das schon machen? Also seit wie vielen Jahren Sie zu Schulen kommen und davon erzählen? Also ich habe begonnen so Anfang 90er Jahre. Ich habe zwar schon früher mit der Aktion Sühnezeichen, mit Deutschen von der Aktion Sühnezeichen gesprochen,
aber nur so einzeln. Wisst ihr, was Suicide ist? Das ist so eine gewesen, eine Bewegung seit 1958. Die haben sich eben bemüht um die moralische Erhebung des deutschen Volkes. Der Lothar Kreisig, der diese Organisation gegründet hat, der sagte, an der Vergangenheit kann man nichts ändern. Man muss aber etwas für die Zukunft tun. Und da waren eben junge Deutsche in den 60er Jahren, die sich bemüht haben, durch ihre Arbeit, also nicht enttun, aber neue Brücken zu bauen. Mit denen, die waren die ersten Deutsche, mit denen ich bereit war zu sprechen. Aber diese in die Schule zu kommen, das begann erst Anfang 90er Jahre nach der Wende. Ich ging dann in den, also man kann nicht sagen Ruhestand, es ist Unruhestand. Aber dann hatte ich eben diese Zeit gehabt, in die Schule zu gehen und zu erzählen. Und natürlich auch ist es erst bei uns ermöglicht worden. Wir durften zum ersten Mal frei auch in den Westen reisen. Und bei uns ist auch über den Holocaust in der kommunistischen Zeit nicht viel gesprochen worden. Also erst nach der Zeit, wo man sich wirklich frei äußern durfte, haben wir begonnen mit dieser Tätigkeit. Ich habe eine Frage, wie konnten Sie das alles verarbeiten? Verarbeiten? Das ist ganz schwer für mich. Ich denke, was Sie jetzt vor allem erzählen müssen, erinnert mich bestimmt an ganz vieles und das ist bestimmt sehr schwierig für Sie. Ja, ich war ein Kind. Das Kind hat es wirklich anders erlebt. Also verarbeiten musste ich erst viel später, als ich erfuhr, wie meine Großeltern, wie meine Kameraden umgebracht wurden. Das musste ich dann, aber verarbeiten kann man sowieso nicht. Man kann es nur wahrnehmen und versuchen, wenn man darüber spricht, dass man ein Gefühl hat, man hat wenigstens die Pflicht erfüllt, darüber zu berichten. Als Zeuge darüber zu sprechen. Aber verarbeiten kann man sowieso nicht wirklich. Also schlucken kann man es nicht sozusagen. Verschlucken. Aber wenigstens das auszunutzen und damit zu machen. Ja, also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob die Frage schon gestellt wurde, aber ich, was für ein Gefühl hatten Sie zu den Deutschen? Also hatten Sie jetzt im Allgemeinen ein schlechtes Gefühl zu allen Deutschen oder machen Sie das jetzt gar nicht so verallgemeinert? Ich habe es nicht ganz gut verstanden. Okay, also haben Sie ein schlechtes Gefühl zu allen Deutschen gehabt oder was haben Sie das verallgemeinert auf alle Deutsche oder haben Sie das eher einzeln gesehen? Eure Generation ist ja natürlich nicht verantwortlich dafür, was vor 70 Jahren vorging. Ich kann ehrlich zu sagen verstehen, dass viele Menschen solche Mitläufer waren. Weil ich kann mir vorstellen, was für eine Angst es war, unter Hitler zu leben. Das weiß ich ja auch, wenn zu uns die Russen in 68 gekommen sind. Was konnten wir dagegen tun? Wir haben auch weitergelebt. Aber natürlich den Verbrechern, den kann ich nie verzeihen. Das kann ich nicht. Man kann nicht mit Hass weiterleben. Der Hass, der vernichtet auch den, der hasst, nicht nur den, der gehasst wird.
Also mit Hass kann man nicht leben. Aber entschuldigen kann ich es natürlich nicht. Aber ehrlich gesagt, die nicht sich daran beteiligt haben, mit denen kann ich mich versöhnen. Weil ich kann verstehen, dass man unter Lebensgefahr sich nicht Mut nehmen kann, etwas dagegen zu tun. Das kann ich schon also nachvollziehen. Mich würde interessieren, ob Sie nach der Befreiung noch mit Vorurteilen in der Schule oder auch generell zu kämpfen hatten, wegen Ihrer jüdischen Herkunft. Du meinst Antisemitismus zum Beispiel. Also Antisemitismus gibt es überall. Manchmal mehr Gewalt, manchmal weniger Gewalt. Ich muss sagen, in den Kreisen, in denen ich mich bewegt habe, weder in der Schule noch in dem Institut, bin ich irgendwie dadurch betroffen worden. Aber in den Anfang von 50er Jahren war sogar in den kommunistischen Regimen die Theorie klang, wir sind uns alle gleich. Aber eben auch damals sind einige noch ein bisschen gleicher geworden. Und es war so ein staatlicher Antisemitismus. Die sagten, ja, alle Juden sind Zionisten. Und Zionisten sind unsere Feinde. Die sind Feinde des Sozialismus. Und zu dieser Zeit haben wir es ziemlich schwer empfunden. Auch später, ich war ja Mitglied der jüdischen Gemeinde, sind wir manchmal von der Stasi zum Verhör berufen worden. Also der Kommunismus war nicht gerade judenfreundlich. Aber ich persönlich in meiner Umgebung habe nicht viel von Antisemitismus empfunden. Aber in allen doch. Es gab ihnen, es gibt ihnen, auch dort, wo es keine Juden gibt. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt, ich merke, es ist noch Interesse da und es ist ja schön, vor allem bei so einer langen Zeit, aber irgendwann sollten wir auch zum Ende kommen, vielleicht nehmen wir noch ein paar Meldungen auf und schließen dann die Liste. Also wer jetzt noch eine Frage hat, bitte melden, dass wir mal einen kleinen Überblick haben. Eins, zwei, zwei Fragen, ja? Oder habe ich jemanden übersehen? Das wäre dann mein Vorschlag, dass wir die zwei Fragen behandeln und dann die Veranstaltung schließen. Wenn. Nein, dann werde ich mich verabschieden. Natürlich, klar. Und wenn es jetzt Ärger gibt wegen der nachfolgenden Stunden, eigentlich ist das abgesprochen. Wenn doch, sagt, die sollen mich prügeln, das wird okay. Sie sollen sich auch mich ausreden. Ich habe Sie da aufgehalten. Gut. Erstmal danke, dass Sie hier sind und ich hatte noch eine Frage. Langsam. Wo, wie und wann haben Sie Arthur kennengelernt? Ja, gute Frage. Also ich habe Arthur kennengelernt, die beantworte ich sehr gerne. Nämlich, Arthur in dem Ende der 60er Jahre hat in der jüdischen Gemeinde eine Gruppe von Jugendlichen zusammengebracht. Es war zwar in der Verfassung eine Möglichkeit zum Religionsunterricht, aber das war auch so nur das offizielle Recht. Eigentlich, wir hatten keinen Rabbiner und keiner außer Rabbiner durfte Religion in der jüdischen Gemeinde unterrichten. Und so hat er so eine kleine Gruppe von Kindern zusammengebracht und in dem Alter von der Grundschule, also von 6 bis 5, sagen wir, ja. Und er hat ihnen etwas von der jüdischen Vergangenheit erzählt, etwas von der jüdischen Kultur. Er stammte aus einer Familie. Und da waren aber einige Kinder von 6 bis 8 Jahren, ja, für einen Mann
kleinere Kinder zu betreuen, war ein bisschen schwierig. Da hat er jemanden gesucht, der bereit wäre, ihm zu helfen. Und er hat meine Mutter gefragt, ob sie jemanden kennt. Und sie sagte, naja, meine Tochter, eigentlich ist sie eine Schuft, aber mit Kindern kennt sie sich aus. Und da hat er mich gefragt, ob ich bereit wäre, ihm mit den Kindern zu helfen. Und wir fuhren mit ihnen ins Zeltlager im Sommer. Wir haben uns alle zwei Wochen getroffen, jüdische Feiertage zusammen gefeiert. Es waren ungefähr 25 Kinder, mit denen wir uns gestiftet haben. Also es sind sehr schöne Erinnerungen an die Zeltlage. Im Winter sind wir Ski gefahren, Ausflüge, also so eine Sportgruppe, und das ist dann die Stasi hat es irgendwie erfahren. Die haben gesagt, ja, das ist jüdische Kultusgemeinde, wieso machen Sie so eine Sportlergruppe daraus? Da haben wir gesagt, ja, das ist keine Sportgruppe, das sind Kinder von dem Gewerkschaften. Ja, das ist eine Gruppe der Kinder von den Gewerkschaften. Haben wir wieder einige Zeit das machen. Ist eben verboten worden, aber 15 Jahre haben wir es zusammen gemacht, ja. Und so sind wir befreundet geblieben, und dann begann es eben mit der Tätigkeit mit Sühnezeichen und dann auch in den Schulen. Also eigentlich haben wir 40 Jahre zusammengearbeitet, bis er vor 2 Jahren gestorben ist. Achso, das ist jetzt. Ich wollte ständig, okay. Ich habe gerade eine Zwischenantwort. Ja, egal. Auf jeden Fall, was mich interessieren würde, ist, wie das für Sie war, weil Sie ja auch nicht aus Deutschland kommen oder und sozusagen die Nazis ja sozusagen gekommen sind und in Ihr Land und Sie dann sozusagen mitgenommen wurden und dann die Nazis auch wieder weg waren nach dem Krieg. Und sie wieder in ihr Land sozusagen zurückgekommen sind, nach Tschechien. Und wie war das für Sie, dass sozusagen erstmal aus erstmal ein Volk zu eine Nation, zu der sie gar keinen Bezug eventuell haben, herkommt, sie mitnimmt, gefangen nimmt, nach Theresienstadt führt und nach dem Krieg einfach wieder weg ist und es ja, der Holocaust ist geschehen und diese verantwortliche Gruppe ist wieder, die dafür, also diese verantwortliche Nation dafür, die ist wieder weg und sie sind auch wieder in Prag. Also wie war das für Sie mit diesen Wegen sozusagen? Also für mich sind heute die Deutschen genauso wie Engländer, wie Franzosen. Für mich ist es heute eine ganz normale Nation. Ich habe keine Probleme, mit den Deutschen heute Kontakt aufzunehmen. Für mich ist es schlimm zu sehen, wenn Rechtsradikalen überall sind. Bei uns sind ja auch einige Rechtsextremisten und die grüßen wieder Siegheil. Also das gefällt mir natürlich nicht, aber ich habe eben die Hoffnung, dass der größte Teil wirklich viel mehr für die Demokratie als für die Totalität steht. Und dann ist es für mich heute ziemlich einfach, genauso nach Deutschland wie in andere Länder zu kommen. Aber ich muss ehrlich sagen, erstes Mal, als ich in Deutschland war, das war in 1974, wir gingen gerade mit unserer jüdischen Gruppe nach Berlin, sind wir eingeladen worden von der jüdischen Gemeinde in Berlin. Und wir kamen nach Berlin und ich habe plötzlich rund um mich
deutsche Sprache gehört und in der Straße ging eine kleine Gruppe von Kindern, vom Kindergarten. Und sie gingen quer über die Straße und die Autos sind stehen geblieben und Menschen haben sie angeschaut und warteten ganz geduldig, bis die kleinen Küken über die Straße kamen. Und ich habe die Kinder gesehen und der erste Gedanke war, ja, hier lieben sie die Kinder. Und dieselben Kinder, die hatten genauso unschuldige große Augen von unserem Volk, die haben sie genauso gesehen und ohne Erbarmung ermordet. Das war mein erster Gedanke in Deutschland. Das erklärt, glaube ich, alles, was du fragen wolltest. Aber heute seid ihr für mich genauso wie die Tschechischen, wie die alle anderen Kinder, weil ihr seid vielleicht und hoffentlich die bessere Zukunft. Und die Vergangenheit, an der kann man wirklich nichts ändern. Man kann sie nur wahrnehmen, das ist richtig. Okay, dann möchten wir euch ganz herzlich danken, dass ihr so großartig zugehört habt. Erleben müssen wie unsere Generation. Kein Krieg, keine Konzentrationslager, nichts. Und ich möchte mich verabschieden mit einem ganz, ganz kurzen Gedicht. Gerti Spies hat es in Theresienstadt geschrieben, eine Journalistin, und sie schrieb: Was ist des Unschuldigen Schuld? Wo beginnt sie? Sie beginnt da, wo er gelassen, mit hängenden Armen, schulterzuckend daneben steht, den Mantel zuknüpft, die Zigarette anzündet und spricht. Da kann man nichts machen. Seht, da beginnt das Unschuldige Schuld. Also man soll immer etwas machen, wenn man kann, etwas gegen die Gewalt. Alles Gute.